Ja, hallo ihr Lieben, ich befinde mich heute in Porzwan, mache hier eine kleine Wanderung mit meinem Bruder, wird ungefähr im Dreh von 15 bis 23 Kilometer. Wir wissen noch nicht genau, wie viel wir machen werden. Wir lassen uns da überraschen, weil es ist arschkalt, Sonne, Wetter ist zwar schön, wir haben aber dadurch, dass ich beim TÜV war mit meinem Wohnwagen, haben wir sehr viel Zeit verloren. Ich hatte einen Termin um 12.30 Uhr und den Termin konnte ich dann erst wahrnehmen um 12.30 Uhr, Viertel vor 1 oder sowas. Dann haben sie eine Stunde gebraucht, dann war der irgendwann mal um 2 Uhr fertig. Und nee, also TÜVs echt zum Grünwerden, wenn ihr wisst, was ich meine. Also dadurch sind wir halt ein bisschen spät angefangen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen werden. Da vorne ist mein Bruder. Der war gerade austreten. Jo, und ich würde sagen, los geht's. Ja, hier sind wir auf ziemlich offenem Feld. Hier ist der Wind ziemlich eisig. Hier sind auf dem Teilstück des Köln-Pfads. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wir kommen langsam in Waldgebiet, denn es ist kalt. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich mich mal ein bisschen eingepackt. Hier auf der offenen Fläche zieht das echt wirklich extrem. Das geht mir tierisch auf die Ohren, der kalte, eisige Wind. Jetzt sind wir gerade hier am MFG Ports e.V. Das ist ein Segelflugplatz für die Sport, für Modellflugzeuge. Da ist meine Frage, darf da jeder fliegen? Oder musst du da echt tatsächlich in diesem Verein sein, um den Platz nutzen zu dürfen? Ja, ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Jetzt sind wir gerade bei Kilometer 6. Geht eigentlich ganz gut voran. Ich bin trotzdem heute in relativ legerem Outfit unterwegs. Also ich habe die Sportschuhe an, die Hoka. Habe aber allerdings heute meine Wanderhose an, falls mal wieder so matschige Teilstücke kommen, dass ich mir wenigstens nicht die Hose einsaue. Ne? So, also das macht Spaß. Auch das, obwohl es so kalt ist, ich würde sagen, weiter geht's. Ja Leute, so doll ich Köln mag, aber mit dem Köln-Pfad, ne, mit dem werde ich einfach nicht warm. Ich weiß schon, warum ich den abgebrochen habe. Also, ich weiß es nicht. Ist jedem sein eigener Geschmack, aber für mich ist der einfach trist, öde, langweilig. Die ganze Zeit auf Feldern. Ich bin ja schon einige Etappen vom Köln-Pfad gegangen. Und ne, also gefällt mir nicht und dabei bleibe ich auch. Jo, wir machen jetzt noch ein paar Kilometer hier und sehen dann, wo es uns hingetrieben hat. Vielleicht auch zurück zum Auto. Keine Ahnung,
Es bleibt eventuell spannend oder auch nicht. Bis gleich. So, ihr Lieben, das erste schöne Highlight hier auf der Tour, der Rhein. Ja, wir sind jetzt hier an der Fähre Lülsdorf-Wessling gewesen. Direkt gegenüber von uns, da wohnt der Thomas, mit dem ich vorgestern wandern gewesen bin. Und ja, schöne Grüße, mein Lieber. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein Stückchen vor uns. Es wird immer dunkler. Ich schaue mal, wann ich mich wieder melden kann. Bis später. So, ihr Lieben, solange es noch ein bisschen hell ist, werde ich mich jetzt für die Abmoderation entscheiden. Wir machen jetzt die Strecke zu Ende, sind dann ungefähr bei 23 Kilometern. In etwa, würde ich schätzen. Und ja. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, gegenüber von uns ist jetzt das Evonik-Werk. Ich hoffe, ihr seht das ungefähr. Hab euch schon eine andere Aufnahme gemacht. Und das ist, wie gesagt, das Evonik-Werk. Über diese Brücke, die ihr da eventuell hinten seht, da fahre ich jeden Tag in der Arbeit drüber. Ja, ich kenne sie mittlerweile, würde ich sagen, in- und auswendig. Aber je nachdem, an welchen Tagen oder wie das Wetter ist, wenn der Nebel hier so über den Rhein schwebt, eine wunderbare Aussicht von der Brücke her. Wirklich wunderschön. Und ja, ich würde sagen, nicht lange kallen, weiter geht's!